Das ist das übliche Problem. Also, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist immer das Gleiche, ne? Wenn Sebastian und ich an einem Pult stehen, dann sieht einer von uns beiden immer doof aus. Aber gut, vielleicht kriegen wir es ja noch hin, dass wir es ein bisschen tiefer machen können, damit ihr alle mich besser sehen könnt. Erstmal herzlichen Dank für alle, die gekommen sind. Herzlichen Dank, glaube ich, auch an diejenigen, die an den Monitoren sitzen. Es wird auch übertragen, wenn ich richtig informiert bin. Und lieber Sebastian, du hast hier schon so eine wunderbare Einführung gemacht, sodass ich mich frage, ob ich nicht jetzt doch bei aller Lobhudelei, die ich gerade bekommen habe, vielleicht gleich irgendwie die Diskussion übergeben sollte an die Experten, die eingeladen sind. Ich will aber trotzdem mich noch mal bemühen, so ein bisschen dann zumindest doch der Anfrage gerecht zu werden, dass ich es allgemein gesellschaftspolitisch noch mal einsortiere, worum es eigentlich bei dieser Debatte geht. Also, herzlichen Dank, dass das IMK das so aufgerufen hat und ich glaube auch hier mit dem richtigen Fokus. Der DGB, der Deutsche Gewerkschaftsbund, hat ja eigentlich von Anfang an die Schuldenbremse kritisiert als unflexibles, als unnötiges, kontraproduktives Instrument und prognostiziert, dass es eben eine Wachstums-, eine Investitionsbremse werden wird. Und hilft zwar nicht viel, aber trotzdem können wir halt sagen, Recht gehabt. Wir sehen immer deutlicher, gerade in dieser Zeit, in dieser besonderen Zeit, auf besondere Art und Weise, dass es eben auch eine Zukunftsbremse ist. Die öffentlichen Investitionen in Deutschland im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, sie liegen gerade mal bei 2,5%. Sagt einem vielleicht die nackte Zahl nicht so wahnsinnig viel, aber das ist deutlich unter dem EU-Durchschnitt. Und das ist eine anhaltende Situation. Es ist also nicht eine akute, es geht auch nicht alleine auf die Ampel zurück, sondern es ist eine anhaltende Situation, die wir haben und die deutlich macht, dass wir eben hier schon lange, wie wir vereinfacht sagen, von der Substanz leben. Selbst die Wirtschaftsweisen, einen davon haben wir heute hier, aber unisono kann man sagen, haben an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass es ein Hemmschuh für die wirtschaftliche Entwicklung ist. IWF und jetzt zuletzt auch OECD bestätigen das. Es soll ja Kabinettsmitglieder in der Bundesregierung geben, die noch gar nicht vor langer Zeit in den USA waren und gesagt haben, dass mit dem Inflation Reduction Act, das ist ja alles Unfug. Und dann mit der OECD gesprochen haben und die OECD genau das bestätigt hat und gesagt hat, naja, Sie können ja über den Inflation Reduction Act so viel reden, wie Sie wollen, aber Tatsache ist, dass Deutschland als eine der größten und wichtigsten Industrienationen der Welt und als eigentlich der größte Motor auch in Europa hier im Moment sich selbst, aber auch eine ganze Region ausbremst und dass das eben schädlich für die wirtschaftliche Entwicklung ist. Darüber redet man dann nicht so gerne, weil es eben im Moment, das sieht man ja, in hohem Maße auch um partei- und machtpolitische Taktik geht. So erkläre ich mir jedenfalls in gewisser Weise, ich sag mal in Teilen der Politik, so etwas wie ein Schweigegelübde über die Notwendigkeit einer Reform. Wo viele wissen, dass es eigentlich notwendig ist und im Übrigen nicht nur im Bund, sondern auch in den vielen der Länder, aber man nicht so gerne darüber reden möchte, weil es gerade um einen anderen parteipolitischen Konflikt und um Wahlkampf geht. Also wer immer noch nicht verstanden hat, über wen ich rede, ich meine die CDU, die an dieser Stelle sehr deutlich sagt, nein, es darf also nicht an der Schuldenbremse gerüttelt werden. Und gleichzeitig machen sich 5 Ministerpräsidenten im Hintergrund auf den Weg, darüber zu reden, wie sie eben genau das eigentlich aus ihrer Sicht tun müssten. Es wäre schön, an einen solchen konstruktiven Dialog wirklich auch zu kommen, parteipolitisch unabhängig, mit verschiedensten Verbänden, mit den Anforderungen. Wir sind gar nicht festgelegt, wir haben Vorschläge zur Reform der Schuldenbremse. Aber noch wichtiger ist es, dass es halt eben wirklich auch einen breit gesellschaftlich getragenen Konsens dazu gibt. Weil wir diese Frage klären müssen, aber nicht zu einem politischen Dauerkonflikt kommen lassen. Wir haben Themen, wir haben Sachthemen in diesem Land zu klären. Und deswegen muss einmal quasi dieser gordische Knoten durchgeschlagen werden, dass wir uns darüber verständigen, wie eine vernünftige Reform erfolgt, damit wir uns dann darüber unterhalten können, was wirklich sachgemäß auch notwendig ist. Nichtsdestotrotz, es gibt zumindest einen politischen Akteur, der sieht diese Frage
glaube ich, tatsächlich in voller Überzeugung ideologisch motiviert, tatsächlich so, dass es keinerlei Änderung der Schuldenbremse geben darf. Das ist die FDP, das ist der Bundesfinanzminister. Das ist natürlich besonders schwierig in einer so angespannten Situation, wie wir sind, zu wissen, dass wir uns auch mit der realpolitischen Tatsache abfinden müssen, dass es im Moment eine völlige Querstellung gibt, die einen schnellen gemeinsamen Reformansatz in der politischen Umsetzung ziemlich unwahrscheinlich macht. Umso wichtiger ist es aber, und deswegen will ich alle hier im Raum bestärken, dass wir diese Debatte aufrechterhalten, dass wir den Druck erhöhen, dass wir deutlich machen, warum ist es notwendig, dass wir die auch professionelle Expertise haben, die immer wieder erklärt, dass und wie das eben auch notwendig ist, weil anders werden wir, glaube ich, die entsprechenden politischen Akteure hier nicht auf den Weg bekommen. Also deswegen herzlichen Dank für diese Veranstaltung, die eben deutlich macht, es geht nicht mehr um das Ob einer Reform, sondern es geht um das Wie einer Reform. Und es geht darum, das deutlich zu machen, auch für was diese Reform eigentlich notwendig ist. Und das für was will ich noch mal für uns kurz einmal reflektieren. Wir stehen natürlich vor einer Vielzahl von Herausforderungen. Das ist offensichtlich. Das, was als erstes immer natürlich hier auch ins Felde geführt wird, ist, ja, wir haben deutlich gesagt, wir wollen 2045 eine klimaneutrale Gesellschaft und Wirtschaft sein. Stellt erstmal auch keiner mehr in Frage, und das ist auch gut so. Aber 2045 ist in 20 Jahren. Und das ist vor dem Hintergrund der wirklich überwältigenden Veränderung, die wir schaffen wollen, das ist sozusagen die fundamentalste Transformation unserer industriellen und Wirtschaftsbasis, die es seit 150 Jahren überhaupt gegeben hat. Und da sind 20 Jahre eine verdammt kurze Zeit. Also wir brauchen wahnsinnig viel Dynamik, um das tatsächlich umzusetzen. Und wir haben da keinen Zweifel dran, dass wir auf diesem Weg weitergehen wollen und dass wir damit auch die bisherige Stärke deutscher Unternehmen, aber eben auch Beschäftigung erhalten wollen. Das muss das Ziel sein. Und dazu brauchen wir auch international wettbewerbsfähige Unternehmen, weil das ist, was die deutsche Wirtschaft eben nun mal auch stark gemacht hat und bis heute stark hält. Das heißt, es geht nicht nur um öffentliche Investitionen, kommen wir ja gleich noch mal drauf, in entsprechende Rahmenbedingungen, sondern es geht tatsächlich um einen Wirtschaftsimpuls, wo wir Technologieführerschaft, wo wir Innovationsfähigkeit, wo wir das alles erhalten müssen, weil andere schon längst marschieren. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass wir jetzt mitlaufen, sondern es geht auch darum, ob wir in diesem Wettbewerb am Ende die Nasenspitze vorne haben, weil schneller und billiger können andere, im Übrigen auch mit anderen Gesellschaftssystemen als unserer demokratischen, im Zweifelsfall ohnehin. Das heißt, wie halten wir Qualität? Und deswegen müssen wir uns differenzierter und komplexer mit der Frage auseinandersetzen, wofür eine Investitionsoffensive, die dieses Land braucht. Nun ja, also, in dem Zusammenhang will ich deutlich darauf hinweisen, dieser Standort Deutschland, wie man ja nun schon seit Jahrzehnten sagt, der hat halt von Faktoren gelebt, die es an anderen Standorten so nicht gibt. Zu allen voran zum Beispiel davon, dass es gut ausgebildete Fachkräfte gegeben hat. Gut ausgebildete Fachkräfte zu haben, heißt aber eben auch dann, in Bildung zu investieren. Das heißt dann auch Eigenverantwortung der Unternehmen, eben auch junge Erwachsene zum Beispiel halt tatsächlich besser zu begleiten, dass wir nicht eine immer weiter steigende Zahl von jungen Erwachsenen ohne Ausbildung haben. Gerade wieder nochmal neu veröffentlicht. Inzwischen sind es 2,86 Millionen junge Erwachsene zwischen 20 und 34 ohne Ausbildung. Und vor dem Hintergrund will ich das Gejammer nicht mehr hören über Fachkräftemangel und dann auch noch eine gesteigerte Debatte darum, wir müssen den Deutschen wieder mehr Bock auf Arbeit machen. Es geht völlig an der Arbeitsrealität vorbei und es verschiebt die eigentlich eigene Verantwortung, die man hat, auf den Kern der Belegschaften, die man ohnehin schon hat und sagt, naja, geht gar nicht mehr um Köpfe,
wollen, egal, ob wir, wenn wir nicht mehr Köpfe kriegen, macht nichts, dann müssen halt die Köpfe, die wir haben, einfach noch mehr auf ihre Schultern packen. Ja, bis sie umfallen, ne? Bis wir dann noch weniger Fachkräfte haben und noch mehr Erwerbsgeminderte und, und. Das ist keine Strategie und es macht deutlich, dass wir in dieser Frage, für was wir eigentlich investieren und wo eigentlich die Stellschrauben sind, um diesen Standort auch zukünftig eben wettbewerbsfähig und attraktiv zu machen, uns mehr Mühe geben, komplexer denken müssen, um was es geht und nicht populistische Aussagen treffen, die am Ende des Tages mal unabhängig von der Tonlage und dem politischen Denken, was dahinter steht, in der Sache überhaupt nichts bringt, überhaupt gar keine notwendigen Potenziale hebt. 2,86 Millionen Menschen zwischen 25 und 34 ohne Ausbildung. Und ich könnte jetzt noch vieles mehr anführen. Die Frauen in Teilzeit, die nicht ausreichend beruflich anerkannten Flüchtlinge aus der Ukraine, aber auch aus Syrien, aus anderen Ländern. Ich habe jetzt gerade eben vergestern ein Gespräch mit Betriebs- und Personalräten gehabt. Sitzt der Kollege von Amazon aus Wunsdorf. Vor 2 Jahren mühselig erkämpft, dass sie überhaupt einen Betriebsrat haben. Ja, er erzählt dann, ja, dann habe ich da so einen Bauingenieur, ne? Ich glaube aus Syrien oder so, Beruf nicht anerkannt, fährt heute LKW. Da ist dann so ein ITler aus Indien, der sagt, eure Regierung, die ist in unser Land gekommen, hat gesagt, ich habe eine Zukunft bei euch in Deutschland, ihr braucht haufenweise ITler und da mache ich richtig Karriere. Abschluss nicht anerkannt, schiebt heute Paletten bei Amazon. Also können wir mal über die Dinge reden, die wir in der Sache wirklich verändern müssen, anstatt immer nur über diese sozusagen politisch motivierte Diskurse. Da gibt es Faule, da gibt es Leistungsstarke und die spielen wir jetzt mal gegeneinander aus. Also ausgebildete Fachkräfte, Investitionen in Bildung, will ich damit sagen, ist nicht nur einfach eine Frage des sozialpolitischen Luxus, sondern es ist ein absoluter Erfolgsparameter auch für diesen Wirtschaftsstandort. Das Gleiche gilt für die öffentliche Infrastruktur in Gänze. Das Gleiche gilt für eine schnelle digitalisierte öffentlichen Dienst, also Verwaltungsabläufe, dass wir endlich die Zettelwirtschaft beenden. Und das ist vor allem auch in den Kommunen ein Bremsklotz. Wir müssen dort die Digitalisierung vorantreiben und wir brauchen am Ende natürlich auch insbesondere für die energieintensive Industrie wettbewerbsfähige Energiepreise. Das alles beschreibt nur die akute Situation, in der wir stecken und macht deutlich, dass da schon bereits viel, viel Nachholbedarf ist und dass wir in den vergangenen Jahren eben nicht genug investiert haben. Das ist also nicht nur ein Problem jetzt irgendwie der akuten Ampelregierung, sondern wir sehen schon, dass wir eben zum Teil in den vergangenen Jahren die staatlichen Investitionen so gering gewesen sind, dass sie niedriger waren als die Abschreibungen. Das heißt, dass eben noch nicht einmal genug für den Erhalt von bestehenden Anlagen, Gebäuden etc. getan worden ist, geschweige denn für die Modernisierung. Wir leben also von unserer Substanz. Deswegen vielen Dank für die Veröffentlichung der IMK-Studie, die nochmal deutlich gemacht hat, dass es jetzt nicht eine Frage ist von, der Staat soll Schulden machen, damit wir irgendwelche sozialen Geschenke verteilen, sondern das ist es, worum es geht. Wir verspielen gerade unseren öffentlichen Kapitalstock. Kein Unternehmen würde so wirtschaften. 60 bis 80 Milliarden, die wir jährlich zusätzlich mobilisieren müssten über die nächsten 10 Jahre, um den Bedarf, der sich jetzt schon abzeichnet, der sich jetzt schon auf Grundlagen des Investitionsstaus abzeichnet, benötigen, um endlich aufholen zu können. Und ja, ich sage zum Zweiten auch, es geht natürlich über die öffentlichen Infrastrukturmaßnahmen hinaus, auch um die Frage, wie wir unsere Wirtschaft befähigen, jetzt schneller in diesen Wandel, in diese Transformation zu kommen. Die klimafreundliche Umstellung von Produktionsverfahren beispielsweise. Die sind mit erheblichen Mehrkosten verbunden und es sind dahinter zum Teil auch schwer kalkulierbare Preisrisiken. Jetzt sage ich mal, das ist euer Job, liebe Manager. Man kann nicht über unternehmerische Freiheit philosophieren und seine Vergütung rechtfertigen mit ja dem schweren Risiko, das man auch zu tragen hat auf seinen Schultern und dann, wenn es mal eng wird und wenn es vielleicht mal schwieriger zu kalkulieren wird, zu sagen, oh nee, das mache ich jetzt aber nicht, da soll mal der Staat einspringen. Das ist euer Job. Aber wahr ist auch,
Wir brauchen nun mal in dieser Situation mehr private Investitionen. Und es ist nun mal so, dass eben viele Unternehmen tatsächlich nicht die Kapitalreserve haben, um nicht nur ein bisschen, sondern wirklich den großen Sprung zum Beispiel in die Digitalisierung zu gehen. Und deswegen sagen wir eben auch, es ist schon okay und es ist schon richtig, Anschubfinanzierung, wirtschaftliche Förderungen zu machen, Klimaschutzverträge, CFDs. Man kann sich auch einen Teil wieder zurückholen und Vereinbarungen treffen, zu sagen, okay, das Preisrisiko, das ihr seht, das federn wir mal für ein paar Jahre ab. Aber wenn ihr dann doch ein erfolgreiches Geschäftsmodell habt und die gemeinsame Wette von Politik und Markt eben erfolgreich ist in 10 Jahren, dann zahlt ihr auch ein Stück davon wieder zurück. Das ist alles möglich. All diese Kontrakte kann man bauen. Und genau darauf kommt es jetzt, glaube ich, an, dass man das besser hinbekommt. Aber ich sage auch, nicht ohne Bedingung. Nicht einfach nur als Steuergeschenke. Bundesbank sagt ganz deutlich, dass die deutschen Unternehmen gute Profitabilität haben und eine solide Kapitalausstattung. Wir haben DAX-Unternehmen, die Gewinnausschüttungen auf Rekordniveau gerade betreiben. Und dann höre ich immer, ja, aber die Gewinne machen sie ja nicht in Deutschland, die machen sie woanders. Ja, das ist eine andere Frage, von wo erhebe ich Steuern. Aber sie machen diese Gewinne. Also welchen Sinn soll es machen, die auch noch mit allgemeiner Unternehmenssteuersenkung, was ja jetzt manche vorschlagen, auch noch mehr Kapital zu geben, dass sie dann privatisieren können? Das macht gar keinen Sinn. Was für einen Sinn macht es, dass ich mit einer allgemeinen Unternehmenssteuersenkung jetzt auch noch die belohne, die Standorte in Deutschland schließen und die irgendwo anders in der Welt investieren? Das macht alles keinen Sinn. Und deswegen sagen wir, kein Gießkannenpolitik. Wir wollen nicht Steuersubventionen, Wirtschaftsförderung mit der Gießkanne und wir wollen sie nicht bedingungslos, sondern es muss jetzt darum gehen, dass man dann eben auch sagt, keine Staatsknete, keine Wirtschaftsförderung ohne Standortgarantien und ohne Tariftreue. Dann wird ein Schuh daraus, dass diese öffentlichen Stütz- und Subventionspolitik tatsächlich auch einen nachhaltigen Wohlstandsfaktor für die Gesellschaft hat. Ja, da gibt es allerdings noch viel zu klären, weil wir zwar zum Teil dafür Unterstützung bekommen, allerdings im Moment auch sehen, dass sich das noch nicht wirklich in Politik übersetzt. Aber ich hoffe, dass auch das ein Ergebnis ist, noch einmal, dass die Frage, wofür eine Investitionsoffensive, dann eben genau auch mit solchen Aspekten versehen wird, damit wir auch im Übrigen in der Öffentlichkeit den Diskurs gewinnen, dass diejenigen, die natürlich uns auch zu Recht fragen, ja, aber ist irgendwie Schulden machen alleine, ist ja auch nicht so eine richtig gute Idee. Und die denken alle an natürlich ihr eigenes Privatportemonnaie. Kann ich nur so viel Geld ausgeben, wie ich halt eben auch verdient habe. Ja, das ist auch eine ordentliche Haltung. Aber wie ich jetzt schon mehrfach darauf hingewiesen worden bin, auch die schwäbische Hausfrau, die ja immer so gerne angeführt wird, ja, die ist halt nicht so doof, mit der Sanierung des Dachs zu warten, bis ihr das auf den Kopf fällt. Sondern die weiß halt, ich muss das machen zum Werterhalt oder ich will vielleicht sogar ausbauen, um daraus noch mehr Wert zu schaffen. Und so muss ein Staat denken. Der muss denken wie ein Unternehmen, was ich gesagt habe, an den eigenen Kapitalstock, an eine Basis denken, aus der mehr Wohlstand, neue Geschäftsmodelle, neue Innovationsfähigkeit entstehen. Und deswegen will ich in dem Zusammenhang nur darauf hinweisen, ja, ich rede natürlich über Netzausbau, ich rede über Wasserstoffstrategie, ich rede über Kraftwerksstrategie, ich rede über Mobilitätskonzepte, die dieses Land braucht, ich rede über eine bessere Bildungspolitik. Aber ich rede auch über mehr Investitionen in die Daseinsvorsorge. Bildung habe ich schon erwähnt. Aber ich sage mal, sowas wie bezahlbarer Wohnraum und Kinderbetreuung wird ja auch zunehmend zum Faktor für Fachkräfte. Der Mangel an ausreichender Kinderbetreuung ist inzwischen ein Standort- und Wirtschaftsfaktor geworden. Es geht nicht alleine darum, dass wir sagen, ach ja, die armen Mütter, die müssen jetzt mal, das sind natürlich immer die Mütter, ist ja klar, die müssen jetzt mal ein bisschen entlastet werden und deswegen organisieren wir jetzt mal mehr öffentliche Betreuung. Nein, es ist eine Standortfrage geworden. Wenn nicht ausreichend Kinderbetreuung da ist, die auch qualifiziert ist, wenn nicht ausreichend bezahlbarer Wohnraum da ist, dann haben die Menschen eben nicht genügend Ressourcen, um von A nach B zu ziehen oder eben von einer
Teilzeittätigkeit in eine Vollzeittätigkeit zu wechseln. Und deswegen ist es eben eine Frage auch des Wirtschafts- und Standortfaktors, diese Rahmenbedingungen zu schaffen, in dem dieses Potenzial dann eben, das wir haben, auch genutzt werden kann. Aber als DGB-Vorsitzende sage ich natürlich auch, es kommt zum Zweiten auch darauf an, den Menschen in diesem Land eben auch deutlich zu machen, dass in diesen Zeiten des Wandels und des Umbaus sie nicht auf weniger, sondern auf mehr Schutz angewiesen sind und auch einen Anspruch darauf haben. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist vollkommen klar, auch mir, nicht alle Herausforderungen und Probleme kann man mit einfach nur mehr Geld lösen. Aber die ganze Wahrheit ist eben, ohne Geld löst sich erstmal gar nichts. Und deswegen ist die aktuelle Haushaltsdebatte eben auch tatsächlich mehr als nur irgendwie so eine allgemeine Diskussion um mehr oder weniger sparen. Bundesfinanzminister hat jetzt mehrfach wiederholt, wir hätten kein Einnahmeproblem, sondern ein Ausgabeproblem. Schauen wir mal genauer hin. Was heißt das denn, wenn man nun also meint, man müsste eine aus meiner Sicht ideologisch motivierte Magerkur verpassen dem Haushalt und an einem Fetisch der Schuldenbremse festzuhalten? Das heißt dann eben ganz konkret, dass wir zum Beispiel mitten in einer sich immer weiter vertiefenden Demokratiekrise mal einfach die Projekte zur Demokratieförderung in den Regionen streichen. Tolle Antwort. Das heißt dann eben, dass mal eben 1000 Stellen in der GEZ, in der Frage der Entwicklungszusammenarbeit, zusammengestrichen werden. In einer Zeit, in der wir immer mehr geopolitische Konflikte haben. Es heißt aber eben dann auch, dass vielleicht so ein Qualitäts-Kita-Qualitätsentwicklungsgesetz dann eben nicht unterlegt wird mit entsprechenden Finanzen und dass der Kita-Ausbau in den Kommunen wieder zum Stocken kommt. Das heißt dann eben auch, dass wir vielleicht nicht die Krankenhausreform oder nicht die Altenpflegereform oder nicht die Deckelung der Eigenleistungen bei der Pflege, dass wir das alles nicht machen können, weil wir ja nur ein Ausgabenproblem haben. Das heißt dann im Zweifelsfall, wenn es nach einigen geht, dass wir halt eben darüber reden, dann müssen wieder die den Gürtel enger schnallen, die es ohnehin von Krise zu Krise schon getan haben. Und dann reden wir eben über Renteneintrittsalter und Abschaffung langjährig Versicherter, abschlagsfrei 2 Jahre vor Renteneintritt, was ja manche immer noch verhetzend Rente mit 63 nennen. Es tut mir wahnsinnig leid an alle, die Hoffnung haben, dass es eine Rente mit 63 gäbe. Es gibt sie nicht. Ja? Es gibt sie nicht. Es hat sie mal für ganz kurze Zeit gegeben. Es ist eine Rente nach 45 Versicherungsjahren, die ich in Anspruch nehmen kann, 2 Jahre früher als das normale Renteneintrittsalter. Das heißt heute 64 Jahre und 4 Monate. Und das heißt, dass jemand, der heute oder vielleicht vor 10 Jahren mit 16 angefangen hat zu arbeiten, zu lernen und zu arbeiten, dann durcharbeitet. Das heißt, dass der dann irgendwann mit 65 abschlagsfrei in Rente gehen darf. Dann hat er aber schon 48 oder 49 Versicherungsbeitragsjahre. 10 bis 15 Jahre mehr oder 10 bis 12 Jahre mehr als der durchschnittliche Beitragszahler, wenn er in Rente geht, eigentlich eingezahlt hat. Das ist es, wo Sie ran wollen. Das ist der Konflikt, worum es geht. Manche haben ihren Frieden nicht mit diesem Sozialstaat gemacht und sehen in der Krise die Chance, das alles jetzt dahin zu schieben. Uralte neoliberale Ideen davon, dass jetzt alle den Gürtel enger schnallen müssen und wenn dann die Wirtschaft befreit wird mit weniger Unternehmenssteuern und mit weniger Regulierung, dann entsteht ein großes Wirtschaftswunder, wo dann im Trickle-Down-Prozess halt irgendwie für uns alle schon was bei rauskommt. Und leider hat sich das nie bewahrheitet, dass das auch überhaupt nur ansatzweise ein realistischer Ansatz ist. Genauso wenig wie im Übrigen halt auch sich in der Vergangenheit gezeigt hat, dass überhaupt ein solcher Impuls jemals erfolgreich gewesen ist. Das wird ja hier vielleicht auch an anderer Stelle noch dokumentiert werden. Also, der Bundeshaushalt 25 zeigt eine Riesenfinanzlücke und es schafft natürlich immer weniger Planungssicherheit für die Unternehmen, aber auch immer mehr Verunsicherung bei der Bevölkerung.
Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch in dieser Gesamtdebatte, ich habe eben gerade angefangen mit der Frage, wir müssen auch da draußen einen Diskurs gewinnen, deutlich machen, nein, Leute, beruhigt euch. Es geht nicht darum, Schulden aufzunehmen, um sie aus dem Fenster zu werfen, dann ist es morgen weg, sondern es geht darum, Schulden aufzunehmen, Nettokredite aufzunehmen, um zu investieren in eine Basis, aus der morgen der Wohlstand entsteht, für euch, für eure Renten, aber auch vor allem für euch und eure Kinder und Enkelkinder. Wer soll denn morgen sonst Steuern zahlen, wenn wir immer mehr von der Substanz leben und die Industrie weggeht? Ja, was machen wir dann? Dann pflegen wir uns alle gegenseitig und lackieren uns die Nägel? So funktioniert das nicht. Und deswegen finde ich es geradezu zynisch, wenn jetzt von einer generationengerechten Haushaltswende gesprochen wird, die aber genau das will. Sozialstaatskürzungen, keine Investitionen. Ja, mein Ausgabenproblem, kein Einnahmenproblem. Nein, Entschuldigung, das stimmt so eben nicht. Wir haben auch ein Einnahmeproblem. In einem der reichsten Länder der Welt müssen wir darüber reden, ob neben der Frage der Schuldenbremse eben auch andere sich mehr und stärker daran beteiligen können und müssen, gerade in einer solchen historischen Situation eben auch ihren Beitrag zu leisten. Ihr wisst, worauf ich hinauslaufen will, nämlich die Frage, inwiefern wir natürlich auch über Vermögenssteuer, über eine gerechte Erbschaftssteuer und Ähnliches zu reden haben. Aber ich will das an dieser Stelle jetzt nicht weiter ausführen. Nochmal zurück zur Realpolitik. Wir sind jetzt in einer Situation, wo wir hier klären wollen, wie eine vernünftige Reform aussehen kann. Wir sind uns aber darüber bewusst, dass das nicht morgen kommen wird. Und deswegen wäre ich sehr dankbar dafür, wenn ihr hier auch nochmal mit aufgreift in der Diskussion, was können denn dann aber zumindest kurzfristige Lösungen sein, neben der großen Strukturreform? Also zum Beispiel die Überarbeitung des Konjunkturbereinigungsverfahrens, also die Methode, mit der berechnet wird, wie viel zusätzliche Kredite der Staat in der jeweils aktuellen Wirtschaftslage aufnehmen sollte, dass wir auch das thematisieren und das nicht länger aufgeschoben wird. Zumindest da zeigt ja sich der Bundesfinanzminister ja durchaus offen für diese falsche prozyklische Wirkung, das derzeitige Konjunkturberechnungsverfahren hat, die muss dringend auf den Tisch und geklärt werden. Aber es gibt mit Sicherheit noch andere Ansätze und ich wäre euch dankbar, wenn wir hier noch mal ein bisschen mehr Futter bekommen, um eben auch schon jetzt in der Haushaltsdebatte 25 noch mal klare Signale an die Politik zu richten. Wie gesagt, nicht, weil ich glaube, dass es ausreichend wäre, aber weil wir einfach jetzt in einer Situation sind, in der wir auch kurzfristige Lösungen brauchen. Also, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will es also zum Schluss noch mal unterstreichen. Wir brauchen für eine vorausschauende Wirtschaftsstruktur und Klimapolitik eben eine Sicherung der Finanzierung, und zwar auch einer mehrjährigen Finanzierung. Das ist ja auch ein Ergebnis leider des Urteils des Bundesverfassungsgerichts gewesen, dass Jährigkeit und Jährlichkeit hier gefordert sind. Das heißt, dass wir im Prinzip jedes Jahr neu diskutieren müssen, also auch jede Regierung jedes Jahr neu diskutieren muss, ob und wie sie zusagen. Wie sollen denn da mehrjährige, langfristige Projekte überhaupt noch gefördert werden? Das ist doch totaler Wahnsinn. Jetzt keinen Richter irgendwie hier in Frage stellen. Aber wenn wir die Vorgabe schon haben, dann macht es doch umso deutlicher, dass man es nicht so stehen lassen kann. Und das bringt Planungssicherheit und macht eben auch deutlich, dass die Wirtschaft, zumindest der willige Teil davon, sich hier tatsächlich auch auf etwas verlassen kann, das nicht im täglichen und jährlichen Disput einer wie auch immer gearteten Regierungskonstellation wieder zerrissen wird. Also, auch hier zum Abschluss noch mal zusammengefasst, die grundsätzliche Frage ist nicht das Ob, sondern das Wie. Es gibt die zusätzliche Frage, die wir beantworten müssen, wofür. Es gibt aber auch die grundsätzliche Frage, in welchem vernünftigen Verhältnis steht eigentlich Kernhaushalt eben zu Schuldenaufnahme bzw. Nettokreditaufnahme. Und ich will es noch mal betonen, es ist nicht alleine eine haushalts- und finanzierungspolitische Frage. Es ist und bleibt eben am Ende des Tages eine Verteilungsfrage. Und das müssen wir jedenfalls als Gewerkschaften auch immer wieder deutlich machen.
Deswegen der Aufruf also an die Politik insgesamt, und ich meine ausdrücklich alle Vertreterinnen und Vertreter der demokratischen Parteien, auch die, die nicht an der Bundesregierung beteiligt sind: Schaffen Sie mehr Gerechtigkeit im Steuersystem, reformieren Sie endlich die Investitionsbremse im Grundgesetz, schaffen Sie uns endlich allen die Luft dafür, dass wir unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft modernisieren können. Es tut wirklich nicht weh, es macht Hoffnung, es bringt das Versprechen, wofür diese Bundesregierung auch gestanden hat, nämlich sozialen Fortschritt, und es bringt vor allem die Sicherung unseres Wohlstandes für künftige Generationen. Das ist für mich eine generationengerechte Haushaltspolitik. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und gute Beratung jetzt. Können wir noch eine Frage nehmen oder müssen Sie los? Wir haben noch 2 Minuten. Ja, gleich oben. Wir haben ja gesagt, wir machen das dialogisch. Ich habe auch mal gelernt, man kann in 2 Minuten die Welt erklären, hat mir ein Radiokollege mal gesagt. Wir haben noch 2 Minuten. Wem brennt eine Frage so richtig auf der Leber? Entweder im Chat, in den Sie reinschreiben können, das ist für diejenigen draußen, oder hier im Raum. Wenn nichts kommt, stell... Ja. Interessant, das spricht für die Rede, ne? Eigentlich ja, alles gesagt. Warten Sie, da kommt ein Mikrofon. Da kommt ein Mikrofon auf Sie zu jetzt. Und wenn Sie die Frage schnell und präzise stellen. Ich habe eine Frage zu den 2,86 Millionen, die keine Ausbildung haben. Du hast gesagt, es wären Jugendliche. Das ist die Frage, habe ich das falsch verstanden? Die Akustik ist auch uns miserabel, muss ich sagen. Ich muss mich so konzentrieren, um alles verstehen zu können. Deshalb würde ich die künftigen Redner bitten, dass sie genau ans Mikrofon reinreden, weil es ist wirklich sehr schwer zu erfassen. Aber das habe ich jetzt nicht verstanden. Was hast du jetzt genau gesagt? Das ist irgendwie an mir vorbeigegangen, die 2,86 Millionen der gesamten Erwerbstätigen oder eben der Jugendlichen. Und dann ist die Frage, was ist ein Jugendliche? Das, was das IAB meint, verstanden. Bis 25 oder was immer. Ja, entschuldige, ich habe eigentlich gedacht, ich versuche möglichst laut in dieses Mikro zu reden, aber es hallt in der Tat sehr. Also nochmal ganz präzise, es handelt sich um eine Statistik, um eine offizielle Statistik, und damit sind gemeint junge Erwachsene, nicht Jugendliche, sondern junge Erwachsene zwischen 20 und 34 Jahren, die keine Ausbildung haben und die also bei den Jobcentern sind oder in anderen Maßnahmen ohne Ausbildung. Die Jugendlichen, die zum Teil ohne Schulabschluss, ohne Anschlussausbildung kommen oder die in Übergangssystemen stecken, die kommen noch obendrauf. Also ich rede nicht von denen, die jetzt Schwierigkeiten haben im Übergang von Schule zur Ausbildung zum Beispiel, ja, oder die vielleicht nochmal zusätzliche Förderung brauchen. Ich rede von denen, die quasi da schon rausgewachsen sind und die zwischen 20 und 34 sind. Das ist die Altersgruppe, in der wir so viele ohne Ausbildung haben. Das hat verschiedenste Gründe, da gibt es unterschiedlichsten Unterstützungsbedarf. Aber das ist eben das, was ich auch dann den Arbeitgebern abverlange. Sie können nicht erwarten, dass die Politik über ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz ihnen die Spezialisten fertig ausgebildet, geputzt und gewaschen vor die Werkstür setzen, sondern sie müssen sich auch selber anstrengen. Und dieses Riesenpotenzial haben wir im eigenen Land. Dankeschön. Ich habe noch eine schnelle Frage mit der Bitte um eine schnelle Antwort. Würden Sie Geld drauf setzen, dass wir vor der nächsten Bundeswahl da noch irgendwas hinkriegen? In Sachen Reform? Oder eine Flasche Shampoos? Oder ich glaube, es gehört zu meiner Tätigkeitsbeschreibung, Optimistin zu sein. Insofern würde ich es nicht ausschließen, aber nochmal, ich habe das ja zum Schluss, habe ich es ja versucht, darauf hinzudeuten. Ich glaube, die ganz große Reform wird erst kommen, wenn überhaupt, wenn wir eine neue Bundesregierung eben dann nach der Wahl haben. Insofern kann ich mir vorstellen, dass die Debatte, die wir hier führen, auch ein Stück weit ein Bundeswahlkampfthema werden kann. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir gut und klar aufgestellt sind mit unseren Argumenten, aber auch mit unseren Konzepten. Aber was ich mir schon wünsche und was ich schon erwarte, ist, dass es jetzt eine Bereitschaft gibt, und das wird in erster Linie ja vom Bundesfinanzminister ausgebremst, dass alle Optionen, die wir heute schon im Rahmen der verfassungsrechtlichen Grundlage haben, dass man die ausschöpft. Da geht es einerseits um das, was ich angesprochen habe, diese Konjunkturberechnungsverfahren. Es geht aber zum Beispiel auch darum, dass man sagen könnte, öffentliche
öffentliche Gesellschaften werden nochmal mit anderen Kreditermächtigungen ausgestattet, sodass die halt entsprechende Investitionsprogramme nochmal aufsetzen können. Auch das wäre ein Weg, der ist nicht optimal. Der ist im Zweifelsfall übrigens auch teurer, als wenn man es halt eben selber als Bundeshaushalt machen würde. Aber so what? Ich sag mal, da ist die Not größer als die, als vielleicht die sachliche Korrektheit. Da gibt es ein paar Hebel. Da hoffe ich schon, dass diese Bundesregierung und insbesondere der Bundesfinanzminister noch mal wach wird und genügend Verantwortung fürs Land beweist. Ganz herzlichen Dank. Danke auch. Thank you.